Moin, sind ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Guild Wars 2. Im letzten Part haben wir angefangen, hier so ein bisschen diese modrigen Modra-Pflanzen umzubringen und sind hier auch noch mitten dabei, wobei ich jetzt gerade keine Gegner mehr sehe, ah, alles klar, damit zu helfen, hier ein bisschen diese Leute zurückzutreiben. Das machen wir auch noch, bis hier das Event vorbei ist, die 21 Minuten oder 16 Minuten inzwischen nur noch. Das ist ja genau der Part noch. Das machen wir eben mal, weil das an sich ganz witzig ist. Und danach machen wir dann die Story weiter, ne? Keine Angst, also ich habe euch nicht vergessen. Die Story wird natürlich auch noch fortgesetzt. Aber das hier ist gerade ganz witzig. Kann man auch unsere Kollegen noch ranholen. Pumper noch ein bisschen verstärken. Und dann ran da. Okay, das wäre damit auch erledigt. Müssen wir eigentlich nur der Masse zum nächsten Schauplatz folgen. Wo geht ihr jetzt alle hin? Da lang? Ich folge einfach mal der Masse, ne? Die Wut steigt. Die latschen schon alle passend zur nächsten großen Pflanze. Was ist, wie sieht er denn aus, ey? Da geht es auch direkt schon weiter. Das haben sie ganz nett gemacht. Also das beginnt halt an einer Stelle und dann kann man sich quasi so einfach durch die Gegend immer hin und her ziehen. Und das Lustige ist, man muss nicht immer das Gleiche machen, ne? Hier müssen wir irgendwelche Rinder zurückbringen und so. Also die Aufgaben sind auch verschieden. Das ist nicht überall immer das Gleiche. Töte die alle, sondern da muss man mal Katapulte reparieren und verwenden. Hier müssen wir irgendwelche Rinder retten. Könnte auch sein, dass sich das mit den Rindern gerade mit einer normalen Weltaufgabe verbindet. Würde nämlich irgendwie mehr Sinn ergeben. Also gerade eben mussten wir Katapulte nutzen, aber ich glaube, die Rinder haben hiermit nichts zu tun. Das wäre sehr merkwürdig, wenn diese Viecher Rinder klauen würden. Ich wüsste nicht, warum. Ja. Aber gut, man kann sich noch überraschen lassen. Aber nee, es sieht so aus, als wäre das eine extra Quest gerade. Die hier nur momentan von dieser Riesenpflanze überdeckt wird. Aber wir sind ja schon am Ausrotten. Läuft. Na, guck mal, aber wir haben für die Rinder trotzdem ein bisschen Erfahrungspunkte gekriegt. Alleine, weil wir da waren. Ja. Ist doch auch schön. Wo geht's weiter, Leute? Ich folge der Macht hier. Einfach dem Strom Richtung nächster Verseuchung folgen. Wo ist der Strom hin? Hat sich der Strom teleportiert? Es könnte sein, dass sich der Strom teleportiert hat. Nee, da vorne geht's weiter. Hier sind die Nächsten. Ich muss sagen, es läuft auch noch flüssig, ne? Wenn ich da damals, oh gut, ich habe damals noch einen anderen Rechner gehabt, ne? Bei den großen Welt-Events, ich glaube am Anfang, als wir Guild Wars 2 aufgenommen hatten, hatte ich auch noch den alten Rechner. Weiß ich gar nicht mehr. Oder auf jeden Fall meine erste Runde. Ich habe ja vorher schon mal ein Let's Play zu Guild Wars 2 gemacht, weiß gar nicht, was ich da gespielt habe. Ich glaube, ein Dieb. Und das war so überhaupt nicht meine Klasse, deswegen habe ich das irgendwann eingestellt, weil ich einfach keinen Bock hatte, die zu spielen. Und wollte dann aber auch nicht wieder von vorne anfangen, weil das für euch auch langweilig gewesen wäre. Deswegen habe ich da erstmal pausiert und dann nach so viel Zeit hat sich das Spiel jetzt so verändert, dass man dann durchaus mal wieder von vorne hat anfangen können. Das seht ihr dann jetzt auch hier. Auf jeden Fall da damals war das echt so, wenn dann hier so ein Weltevent war, mein Rechner ist echt in die Knie gegangen. Da ging nichts mehr. Heute, da wird nicht mal geschwitzt hier. Da huckelt nichts, das läuft flüssig. Gut, ist auch noch nicht ganz extrem, es gibt noch schlimmere. Vor allem ist es noch früh am Morgen hier, 8.55 Uhr. Da ist noch nicht so viel los. Wenn es so richtig voll ist, so dann, ich glaube, als wir diesen Drachen in der Eiswüste da hatten, da war es auch schon leicht am Schwitzen. Vor allem nimmt er ja noch auf, nebenbei. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, machen wir doch, ne? Ja, wer hätte gedacht, dass da so viel Action ist, ey. Witzig. Ja. Wie schnell man sich doch von der Hauptstory wieder hat ablenken lassen, doch. Was sind das für komische Symbole auf der Karte? Lass mal hingehen. Bam, voll die Action hier. Witzig. Gleich mal mitmachen. Ja, bisschen Haut drauf. Aber keine Angst, nächsten Part, selbst wenn das dann weitergeht, nächsten Part, wir haben dann erstmal genug geholfen. Wir machen dann erstmal die Story weiter. Ne? Ich will nur einmal gucken, was es an Belohnung gibt. Ob's da, manchmal gibt es ja zu den Events auch besondere Sachen. Aber gut, wenn ich die hätte sammeln wollen, hätte ich da damals schon viel früher mit anfangen müssen. Ich habe einfach für so ein MMO nicht wirklich die Zeit, um das zu investieren da drin. Ne? So für ein Let's Play hier so nebenbei, damit es sich überhaupt mal gelohnt hat, das zu kaufen, ist ganz nett. Und ich würde es vermutlich auch wirklich wesentlich intensiver spielen, wenn ich die Zeit halt noch hätte. Aber da kommen die ganze Zeit auch noch so geile Games raus wie Witcher 3, dann kommt jetzt bald Fallout 4. Dann ist Mad Max gerade rausgekommen, was auch wieder ganz gut ist. Dann habe ich noch Far Cry 4 immer noch nicht durchgespielt. Wo soll man denn die Zeit hernehmen, das alles noch zu daddeln, ne? Das ist schon Wahnsinn. Muss man einfach sagen. Es gibt viel zu viele gute Games.
Und die Steam Summer Sale und Winter Sale macht es nicht besser. Ne? Man sieht das ja in meiner Steam Library. 70% irgendwie nicht gespielt inzwischen, glaube ich. Ich war mal bei 50, aber ich komme einfach nicht hinterher. Komm einfach nicht hinterher. So, Dele. Na? Wie sieht das hier aus? Wann ist denn hier Schluss? Ah, wir sind mir nicht mehr viel. Okay, der Balken ist schon ziemlich weit unten. Ich will mal hier die 5 reinknolzen. Während er das macht. Sieht das macht, kann ich mal eben gerade noch ein Stück Kaffee trinken. Oh oh. Da war ich nicht aufmerksam genug. Ich muss mich in den Pulk rein. Ich muss in den Pulk rein. Pulk! Dann einmal die 6 zum Heilen. Und wieder draufhauen. Oh, oh, jetzt bin ich aber ganz schlecht. Ich habe mich irgendwie nicht so gut positioniert. Oh nein. Okay, los geht's. Dreck werfen. Nein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Danke! Man muss auch Danke sagen, ne? Würde ich jetzt auf Englisch machen können, dann hätte es auf jeden Fall für alle verständlich gepasst. So, hau mal rauf da. Muss ich mal ein bisschen mehr abseits positionieren. Wir sind immerhin Fernkämpfer, ne? Denk mal darüber nach. So, dann rufe ich noch mein Pulk hier nochmal wieder dazu. So, ein Siegel. Oh, Macht gibt einiges, so. Gibt auch eine schöne Stelle in Game of Thrones, wo es um das Thema Macht geht. Richtig gut. Na, wie lange dauert das hier noch? Du, die ging gar nicht kaputt. Die ging gar nicht kaputt. Ich glaube, wir sollen eigentlich auch irgendwelche Katapulte wieder aufbauen. Macht hier nur wieder keiner. Ich kümmere mich mal drum. Ja, krieg erstmal auf die Fresse. Ist okay, ist okay. Lass mich mal hier so ein Katapult aufbauen. Kiste mit Reparaturhämmern. Alter, was stimmt denn nicht mit euch? Au! Das war nicht gut. Schmeiß weg die Dinger. Klappt nicht so gut. Hauen wir doch einfach drauf. Komm, was soll's, ne? Stumpf ist Trumpf. Ich muss die wohl irgendwo hinbringen. Das ist das Katapult, oder? Besiegt den Gegner. Ich weiß das nicht so genau. Ich hab das Gefühl, das wird hier nämlich endlos gehen, bis jemand diese Katapulte aufbaut. Vorher passiert da nichts. Und da sich aber niemand um die Katapulte kümmert, außer mir, oder ich hab's zumindest versucht. Okay. Ja, das wird diesmal eng. Das wird diesmal eng. Oh, ist das nett. Guckt euch das an. Ich muss da raus, ich muss da raus. Ich habe hier noch nie jemanden umfallen sehen, den ich hätte heilen können. Das ist wirklich nett. Muss man ja echt sagen, ne? Oh, das gibt's doch nicht. Ich habe irgendwie aber nur Pech momentan. Ich stehe einfach nur scheiße. Nicht schon wieder. Ich will auch mal wen heilen. Oh, oh. Fuck. Vielleicht nicht ganz sinnvoll, Leute zu heilen, wenn man selber im Arsch ist. Weg! Verpiss dich! Nein, hau mich nicht! Da ist ein Heilpunkt. Ich mache selber noch eine Heilquelle dazu. Muss mal ein bisschen heilen. Oh, siehst du, wir sind nicht alleine. Pumba ist auch ziemlich im Arsch. Leute, wir kriegen ja irgendwie ziemlich auf die Fresse. Soll das so sein? Ich glaube nicht, oder? Gut ist das nicht. Oh, wow, wow. Wo sind die denn alle hin? Wir waren noch mal so viele. Oh, oh, fuck. Da war es mal kurz etwas ruhig. Kommt gleich die nächste Bagage hier angelatscht. Rauf da, rauf da, rauf da. Oh, wah. Oh, 7 Minuten haben wir. Wird das hier denn noch was? Kriegen wir das noch fertig? Yo, das haben wir geschafft. Meine Herren. Oh, erstmal verschnaufen. So, weiter geht's. Ich folge wieder dem Pulk. Eine Runde schaffen wir noch. 7 Minuten sind noch drinne. Na, was sagt denn meine persönliche Uhr? Die persönliche Uhr sagt noch 9 Minuten 53. Na, da kriegen wir das Event auf jeden Fall noch zu Ende. Bam. Wenn da nicht ordentlich Kohle bei rumkommt, ne? Wo rennen wir denn jetzt hin? Ich folge einfach wieder der Masse, ne? Das ist, man muss ja manchmal einfach so kollektiv hinterherrennen.
Das passt dann schon. Oh, da vorne ist das nächste. Da erstreckt sich schon die nächste eklige Gubbelpflanze. Was ist das denn ekliges hier? Rankenkrabbler-Hervorbringer. Dann machen wir den mal fertig, den Rankenkrabbler-Hervorbringer. Er wirft mit komischen, gubbeligen Dingen. Das ist nicht nett. So, dann wollen wir unser Team noch mit dazu holen. Pumba verstärken und auf geht die Luzi. Rauf auf den... Er ist immun, er ist immun. Noch ist er immun. Die Frage ist, wie lange ist er immun? Ja, er ist immun. Deswegen haben wir vorhin wahrscheinlich auch keine Schadenszahlen gesehen. Der wirft halt hier so eine komische Bälle raus. Und da kann man auf jeden Fall was mit anstellen. Zack, zack, zack. Oh, die Pflanzenwesen hier. Das stimmt nicht mit denen. Ja. Seht mal, wer wieder da ist. Oh, da sind schon wieder die gestohlenen Rinder. Das hört nicht auf, du. Das hört nicht auf. Oh. Ich hab mal was gelootet. Wie ich herausgefunden habe, bin ich anscheinend der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der Autoloot nicht anhat. Aber ich finde das geil, ne? Also, wie gesagt, ich habe Autoloot nicht an, weil ich muss immer sehen, was ich einsammle. Ich brauche das als Belohnungsgefühl und um sofort zu raffen, wenn ich coole Waffen oder sowas einsammle. Weil wenn ich Autoloot habe, guck ich denn mal in meine komische Tasche da rein. Ne? In 99% der Fälle zereckele ich da alles drin. Und dann sehe ich ja nicht, wenn da coole Waffen drin waren. Und, ne? Das ist nicht gut für mich. Ich muss immer sehen, was ich Tolles kriege und so. Deswegen habe ich Autoloot aus. Nur weil die Frage öfter mal in den Kommentaren auch auftaucht. Das ist der Grund. Ich muss erst mal sehen und es ist für mich einfach fürs Belohnungsgefühl viel cooler, wenn ich das immer selber einsammeln muss. Und dann sehe ich, oh, da habe ich das eingesammelt und da habe ich wieder dies eingesammelt und voll cool. Das macht mich glücklich, ja. Ja, das ist das kleine Belohnungsding. Das ist wie bei Diablo, wenn man da die ganze Zeit immer das Loot einsammelt. Wäre auch kacke, wenn das Auto aufsammelt. Ist schon schlimm gewesen, dass das Gold automatisch aufgesammelt worden ist im dritten Teil jetzt und man nicht mehr Goldgeklicke wie bekloppt machen muss. Was im Grunde ist es viel geiler so, ne? Trotzdem hat man sich ja dran gewöhnt. Wo geht ihr jetzt alle hin? Teleportiert ihr euch weg? Was mit mir? Wo soll ich hin? Ja, hier gibt es irgendwie keine große Bagage mehr, die am Laufen ist. Also teleportieren die sich irgendwo hin. Aber wohin? Wo teleportiert ihr euch denn hin? Da ist noch eine. Da ist auch noch eine. Das ist jetzt die Frage. Latscht steht dann auch irgendwo. Oh, ich bin ganz alleine. Oh, da ist noch ein einziger, der nicht weiß, wohin. Ja, also der nächste wäre auf jeden Fall da. Also würde ich mich mal dahin teleportieren. Dann gucken wir mal, ne? Ob da noch ein paar andere Leute hin sind. Ich hoffe es mal. Wo sieht danach aus, dass wir hier nicht ganz alleine sind? Mikeli! Da vorne wird wieder gebeult. 4 Minuten noch. Dann schaffen wir noch was. Da schaffen wir doch noch was. Immer munter rauf da. So, was haben wir da hinten noch? Ein Elite-Modrem-Terra-Greif. Wie sehen die Viecher denn aus? Man sieht leider nicht so viel von den Gegnern, man sieht nur Effekte. Weil hier alle drauf ballern wie die Verrückten. Aber muss ja auch so sein. Oh, da kommt was angeflogen, da kommt wieder was angeflogen. Ja, rauf da. Oh, noch die 5 hier. Lass mich mal. Ruf mal eine 5. Hä, was passiert? Ach da. Mach mal, ich trinke mal derweil wieder Kaffee. Okidoki, so. Da ist noch so ein Greif wieder. Oh, die sehen auch nicht schlecht aus. Wie sieht es eigentlich bei euch aus? Holt ihr euch das Addon zu... Also die jetzt Guild Wars 2 spielen, werdet ihr euch das Addon holen? Oder sagt ihr euch so... Oh, weiß ich jetzt nicht, du... Vor allem, ich glaube, das kostet Vollpreis, ne? Und da ist Guild Wars 2 mit drin. Also alle, die jetzt erst einsteigen, wobei das ja jetzt auch sinnlos ist, ne? Das war ja so ein großer Aufreger. Die haben mir gesagt, oh... Wie jetzt? Da ist Guild Wars 2 mit inbegriffen und in dem Addon-Preis, weil ich habe das ja schon gekauft. Was soll ich denn jetzt nochmal Guild Wars 2 bezahlen, wenn ich das doch schon habe?
Das war ja der erste Aufreger. Jetzt haben sie das auf Free-to-Play umgestellt. Also im Grunde muss jetzt sowieso keiner mehr Guild Wars 1 kaufen. Also hat sich das schon wieder erübrigt. Somit kann man eigentlich sagen, dass das Add-on jetzt alleine Vollpreis kostet. Wobei ich auch nicht weiß, ob das immer noch Vollpreis kostet oder ob sie da aufgrund der hohen negativen Rückmeldungen dann doch etwas zurückgerudert sind. Weil, naja, es ist halt wirklich nur ein Add-on und es bringt ein großes, zwar schönes neues Gebiet hinzu, aber es ist von der Menge her nicht mit dem des Hauptspiels zu vergleichen. Vor allen Dingen gibt es ja nicht mal neue Klassen oder sowas, ne? Also, es gibt eine neue Klasse, aber keine neue Rassen, das meine ich. Und das ist natürlich schon jetzt nicht so der Ultra-Burner von Addon. Und da dann Vollpreis, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Deswegen mal meine Frage, organisiert ihr euch das oder sagt ihr euch, nee, du, das ist mir zu teuer, das, also ich finde, das lohnt sich nicht, da warte ich, bis das irgendwann günstig ist, so eilig habe ich es eh nicht. Oder sowas wie ich jetzt, ich bin ja noch nicht mal fertig mit dem Hauptspiel, also ich hab's jetzt auch nicht eilig. Ich werde mir es wahrscheinlich trotzdem holen, weil ich bin halt so ein Freak. Und dann werde ich es niemals spielen, weil ich so weit niemals komme, zum Beispiel. Sowas läuft dann bei mir. Ich kaufe dann so ein Addon und dann spiele ich das Hauptspiel nicht mal so weit, dass ich jeweils in das Addon reinkomme. Aber einfach nur, weil es da ist, muss ich das kaufen. Also es muss sein, ne? Eigentlich völlig bescheuertes Konsumverhalten, ne? Ist auch so. Ja. Aber würde mich mal interessieren, ob ihr euch das auch organisiert oder ob ihr es euch organisiert. Ich werde es versuchen mal zu gucken. Also wie gesagt, wenn das sich noch abzeichnet, dass das noch ewiglich hin ist und uns so erstmal nichts bringt, wenn wir nicht auf Volllevel sind, dann werde ich es mir auf jeden Fall nicht sofort holen. Mein Gott, ist das hier voll. Wo waren wir nochmal vorhin bei? Läuft immer flüssig und huckelt nichts. Hier wird es schon knapp. Stumpfzahn. Ja, ich brauche nicht stumpf. Wenn ich jetzt hier dieses Ding noch nicht hätte, würde ich das jetzt sofort nutzen, ne? Weil hier 5 Millionen Leute rumstehen. Oh, warte, da war 10. Habt ihr es gesehen? Ich konnte gerade 10 machen. Was denn? Was konnte ich 10? Ich konnte gerade was 10. Wo ist es hin? Was war das? Was war das? Was konnte ich 10? Wahrscheinlich so ein kleiner Sumpfskal-Gedöns müsste das ja sein. Ja, weg. Schade. Irgendwas hätte ich zähmen können. Aber dann ist was passiert. Und deswegen ist es jetzt nicht mehr da. Leute, wo geht ihr hin? Wisst ihr das schon? Wisst ihr es noch nicht? Die scheinen das noch nicht zu wissen. Ich guck mal auf die Map, wo der nächste ist. Von diesen Dingern. Da ist noch einer. Also noch die Geister, das ist eklig. Gehen wir dahin. Aber es kostet schon ein bisschen Kohle, ne? So ganz günstig ist das nicht. Hier dieses ganze Hin und Her teleportiere. Man hätte natürlich auch hinlaufen können, aber man hat ja nicht so viel Zeit. Oh. Event war erfolgreich. Bams. Jetzt gibt es ja auch zwei Kisten. Geil. Belohnung. 5 Modrim-Blüten. Kann beim Modrim-Forschern in ganz Tyria gegen wertvolle Gegenstände getauscht werden. Also wieder mal eine weitere neue Währung sozusagen. 20 Modrim-Blüten und rangbedeckte Kiste. Enthält eine Kiste mit Andenken an Scarlet oder einen dürren Staubtornister. Ja, dann machen wir mal die Kiste auf. Kiste mit Andenken an Scarlet. Dürrer Staubtornister. Nehmen wir eine Kiste mit Andenken an Scarlet. Seid ihr sicher? Ja, ich weiß nicht mehr, was der Unterschied ist. Enthält Komponenten zur Herstellung von Wirbelklingen und Gegenständen von Scarlets Überfall. Oh ja, das ist meine Beute. Oh ja, kann ich das sofort lagern? Oh ja, kann ich. Das hau ich nach da unten. Hoff von Pyroschrott. So, damit wäre das Event hier erstmal abgeschlossen. Ist nur die Frage, warum sehe ich dann immer noch so eine Dinge auf der Map oder kommen die jetzt einfach wieder? So, wir latschen mal zurück zur Zitadelle. Das geht hier nur geradeaus, den Weg können wir auch latschen eben noch fix, die paar Meter da. Und fahren dann im nächsten Part, weil ich glaube, den Part wird das nichts mehr, dann mit der Story fort, ne? Schauen wir mal, was das wird. Was müssen wir denn machen? Wir müssen uns mit Ridlock, glaube ich, wieder treffen. Geflüster in der Dunkelheit, genau. Reist zur schwarzen Zitadelle. Zu einer Nachbesprechung mit dem Repräsentanten der Orden von Tyria. Stoßt im Heldenbezirk wieder zu Ridlock und den anderen Repräsentanten der Orden. Ja, wollen wir mal machen, ne? Klingt nach einem guten Plan. So. Ach, wie hübsch das aussieht, ne? Man muss ja schon sagen, grafisch einfach wunderschön. Wunderschönes Spiel. Auch heute noch, ne? Das sagt man nicht oft. Wobei ich auch sagen muss, ich war jetzt auch von, ich habe mir Mad Max organisiert. Ich habe weder die Filme gesehen und hatte, noch hatte ich richtig Bock auf das Game, weil, keine Ahnung, ne, so in der Wüste rumfahren mit so einem Auto, schon wieder Open World, ne? Ich bin ja auch so ein bisschen, inzwischen bin ich echt ein bisschen abgenudelt Open World, ne? Also, Assassin's Creed, immer die gleiche Formel, irgendwelche Türme klettern und immer den gleichen Scheiß machen. Dann kam Mordor's Schatten, immerhin mal ein bisschen Abwechslung durch dieses, Hass-Dingsbums-System da mit den Gegners, die sich dann gegen dich verschwören, blablub. Aber
auch Open World und immer auf Türme klettern, bla bla bla. Dann kommt da Far Cry 3 und Far Cry 4, ja, Open World und auf Türme klettern und so weiter und so fort. Und was kommt jetzt? Jetzt kommt Mad Max, ja, mit Auto durch die Wüste fahren und auf Türme klettern, ne? Also mit Ballons irgendwie in die Luft fahren. Aber ich muss sagen, das Setting ist cool. Ich habe mir jetzt dann die Filme auch nachträglich organisiert und alle erstmal reingepfiffen, damit das irgendwie ein bisschen von dem Feeling her auch cooler ist, weil sonst ist Wüste doch ziemlich eintönig. Und es ist wohl die schönste Wüste, die ich jemals in einem Videospiel gesehen habe. Ist zwar nur Wüste und echt voll eintönig und lahm, passt aber halt zum Setting und sieht verdammt gut aus. Und bester PC-Port seit langem, muss man einfach sagen. Der Port ist erste Sahne, ne? Kannst dich nicht beschweren. Gut, wir machen dann erstmal hier einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.